In den letzten Wochen habe ich immer weniger an Snow gedacht. Ich bin zwar noch wütend, aber ich hoffe, dass dieses Gefühl bald verfliegt. Sie ist das alles nicht wert. Ich bin dank meinem neuen Ehemann steinreich. Oh, und übrigens besitze ich jetzt auch ein Wohnhaus. Mia ist vor einiger Zeit verstorben. Ihr wisst schon, die alte Frau, die meine Schwester so gerne hatte. Auf jeden Fall habe ich eines ihrer beiden Häuser geerbt. Wie das Leben als Vermieterin wohl so werden wird? Und hier sind wir bei unserer Serena. Unsere böse Königin lebt das Leben ihrer Träume. Sie ist reich, verheiratet und hat sogar ein Mietshaus geerbt. Aber so ganz glücklich ist sie trotzdem nicht. Denn sie hat noch immer diese eine Stimme in ihrem Kopf, die ihr sagt, dass alle Schneewittchen mehr lieben als sie. Trotzdem fühlt sie sich momentan selbstsicher und sieht sich diesen unglaublich romantischen Zombie-Film mit ihrem Ehemann an. Und ich sehe gerade, das Date wurde gecrashed und zwar von Jadens ältester Tochter Brianna. Brianna und Serena verstehen sich absolut nicht. Denn Teil der Challenge ist es ja, dass die böse Königin sich nicht mit ihren Stiefkindern versteht. Und was soll ich sagen, ich muss da gar nicht wirklich eingreifen. Serena schafft das schon allein ganz gut. Brianna, Julian und Gabriella halten alle nicht sonderlich viel von ihrer neuen Mama. Und da Jaden sich gerade auf den Weg macht, um irgendetwas anderes zu machen, ist es der perfekte Zeitpunkt für Serena, um sich wieder mit ihrer geliebten Stieftochter auseinanderzusetzen. Warum wohnst du eigentlich noch immer hier? Du bist mittlerweile erwachsen. Du solltest ausziehen. Was ist mit deiner Ausbildung? Was ist mit eigenem Geld? Du kannst uns nicht ewig auf der Tasche liegen. Ist ja nicht so, als hätte Serena nicht auch keine Ausbildung, aber ist ja vollkommen egal. Sie darf das. Dann werden wir einmal über ihr Outfit spotten und sie ein bisschen damit verarschen, was sie eigentlich anhat. Und zum Abschluss werden wir sie noch einmal beleidigen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch gehen würde, aber wenn ich Brianna wäre und mit Serena unter einem Dach leben würde, dann würde ich vielleicht auch langsam darüber nachdenken, auszuziehen. Und deshalb wird sie sich jetzt einmal an der Universität bewerben und hoffentlich wird sie angenommen und kann diesem Chaos entfliehen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ich habe ja eher gemischte Gefühle zu Jaden. Immerhin hat er am Hochzeitstag versucht, mit Serenas Schwester zu flirten. Aber Serena ist ja auch nicht unbedingt der beste Sim. Möglicherweise haben die beiden ja einander verdient. Und dann können die beiden noch ein wenig Zeit zu zweit verbringen, ein wenig flirten, ein wenig küssen und eben all die Dinge machen, die so ein frisch verheiratetes Paar ebenso macht. Das bringt mich dann auch gleich zu einer Frage. Sollen Serena und Jaden auch eigene Kinder bekommen? Was meint ihr? Einerseits würde ich es schön finden, wenn Serena eigene Kinder bekommt, aber andererseits fand ich diesen Kommentar von Misa Kirin auch sehr interessant. Serena sollte meiner Meinung nach keine eigenen Kinder bekommen. Sie möchte wahrscheinlich ihren perfekten Körper dafür nicht opfern. Ich habe perfekter Körper jetzt mal unter Anführungszeichen gesetzt, denn jeder Körper ist perfekt und schön so, wie er ist. Ich hoffe, uns allen ist das klar, aber einer oberflächlichen Person wie Serena, die sogar ihre eigene Schwester umbringen will, damit sie die Schönste im ganzen Land ist, der ist das vermutlich nicht klar. Also, eigene Kinder für Serena, ja oder nein? Und jetzt wird es aber Zeit, dass wir mit Serena zu ihrem Mietshaus schauen. Denn sie war selbst noch gar nicht dort, sie kennt ja nur die Wohnung, in der sie und ihre Schwester gewohnt haben. Aber hier sind noch einige Parteien mehr und dafür müssen wir immerhin Mieter und Mieterinnen finden. Und hier sind wir nun, das ist unser altbekanntes Mietshaus und das ist die erste dazugehörige Wohnung. Hier habe ich tatsächlich einen Blumenladen daraus gemacht. Also wie wir sehen, hier unten ist ein Blumenladen und dann die Treppe nach oben ist hier eine kleine Einzimmerwohnung. Wir haben ein Badezimmer, eine kleine Küche, einen Essbereich und ein Bett. Also alles, was das Mieterherz begehrt. Und dann werden wir jetzt mal schauen, ob wir den Leerstand füllen können. Du musst zuerst nach Hause zurückkehren, um den Leerstand dieser Mieteinheit füllen zu können. Das ergibt natürlich absolut Sinn, EA. Da bin ich ganz eurer Meinung. Miete pro Tag. 288 wären maximale Miete. Wir nehmen einfach mal 250. Vertragsdauer 7 Tage finde ich gut. Die Größe ist mittel. Die Ausstattung ist basic. Umgebung ist nobel. Und die Wartung ist schlecht?
Wir wollen keine Partys, keinen Krach, nicht zu viele Leute, keinen Müll, keine Tiere und natürlich auch keine Geister. Ist ja selbstverständlich. Das wären unsere verfügbaren Mietparteien. Die meisten können sich das nicht leisten oder sind zu viele Leute. Dann nehmen wir einfach mal Porn. Er oder sie ist schon Senior, aber auch die einzige Person, die allein ist und sich das leisten kann. Und hier sind wir wieder in unserem Mietshaus. Hier haben wir Steven Porn, unseren Mieter. Wir werden uns einmal respektvoll bei ihm vorstellen. Er ist jetzt offiziell unser erster Bewohner und Besitzer des Blumenladens. Beim Mietobjekt können wir ihn loben, nach Mietbedingungen fragen oder ungerechtfertigt rauswerfen. Wir loben ihn einfach mal. Aber jetzt schauen wir mal, wie es unserer Snow geht. Ich habe mein neues Zuhause gefunden. Mitten im Wald. Bei all den Vögeln, all den Hasen und all den Fischen. Hier ist es so friedlich und wunderschön. Ich bin zwar allein, aber dafür habe ich meinen Frieden. Und niemand weiß, wo ich bin. Und hier sind wir jetzt bei unserer Snow. Sie ist völlig erschöpft und hat nun endlich nach tagelangem Suchen dieses kleine Häuschen im Wald entdeckt. Und das werden wir uns jetzt gleich mal genauer ansehen. Es ist eindeutig ein verlassenes Haus. Es ist sehr runtergekommen. Überall haben wir Müll und Spinnweben. Und das Häuschen hat auch noch einen oberen Stock. Hier haben wir einen kaputten Spiegel, jede Menge Spinnweben und tatsächlich auch einen Schlafsack. Und hier wird es sich Snow gleich mal gemütlich machen. Diese verlassene Waldhütte ist übrigens bei meiner ersten Shell Challenge entstanden. Gebaut wurde sie von It's Haze. Und dieses Haus sowie alle anderen tollen Häuser, die da entstanden sind, findet ihr unter Hashtag Alienix Disney Starter. Und falls du auch mal bei einer Challenge von mir mitmachen möchtest, schau auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Auch dort gibt es mehrmals die Woche Sims. Und pünktlich um 8 Uhr morgen ist unsere Snow erwacht. Sie hat Hunger und muss aufs Klo. Fürs Klo gibt es leider nur diesen Busch, den sie bestäuben kann. Und was Essen betrifft, da kann ich ihr leider auch nicht helfen. Hier könnt sie rein theoretisch angeln, aber es ist Winter und das funktioniert natürlich nicht, wenn das Wasser zugefroren ist. Deshalb entscheidet sich unsere Snow dazu, einen kleinen Spaziergang zu machen. Und zwar spaziert sie hier rüber durch den Wald, einfach in die gegengesetzte Richtung von Serena. Und dabei kommt sie dann in Brindleton Bay hier raus, spaziert den Weg entlang, bis sie an diesem Welpen- und Kinderspielplatz angekommen ist. Und dann hoffe ich mal, dass wir hier etwas zu essen finden. Hier hätten wir einen Griller und hier können wir uns sogar gratis eine schnelle Mahlzeit nehmen. Snow wird ein Müsli essen. Ich habe euch im letzten Part ja gefragt, ob eine Katze oder ein Hund für unsere Snow besser passen würde und ihr konntet euch einfach absolut nicht entscheiden. Deshalb überlasse ich das Ganze jetzt dem Zufall. Und der Zufall hat zugeschlagen. Hallo Sprinkles, sie ist sogar eine Streunerin. Wir werden uns vorsichtig bei ihr vorstellen. Wir werden sie einmal streicheln, dann können wir sie einmal loben. Und weil sie Hunger hat, geben wir ihr auch gleich ein großes Leckerchen. Einen Kommentar unter dem letzten Part fand ich auch noch besonders spannend. Und zwar hat Rico vorgeschlagen, dass wir uns einen Fuchs holen. Und findet ihr nicht auch, dass Sprinkles ein bisschen aussieht wie ein Fuchs? Die beiden haben nun Freundschaft geschlossen und scheinen sich wirklich gut zu verstehen. Und deshalb werden wir Sprinkles nun gleich adoptieren. Möchtest du dieses Tier wirklich adoptieren? Ja, Sprinkles ist nun Teil unserer Familie. Und vorerst werde ich den Namen Sprinkles jetzt auch noch so lassen. Aber schreibt mir natürlich gerne Namensvorschläge in die Kommentare. Snow ist seit über einer Woche verschwunden. Die Wohnung ist leer. Sie reagiert nicht auf meine Anrufe. Und Serena meint, sie hat keine Ahnung, wo sie ist. Ich habe Angst, dass ihr etwas passiert ist. Immerhin ist Mia verstorben und sie war nicht einmal auf ihrem Begräbnis. Ich muss sie finden.